das Rattern eines Presslufthammers. Quälende Tonfolgen oder Flugzeuglärm setzen uns schon nach kurzer Zeit unter Stress. Millionen Tinnitus-Patienten wie Hubert Küpper haben solche oder ähnliche Geräusche dauerhaft im Kopf. Egal wo, egal wann der 50-Jährige unterwegs ist, ein hohes Pfeifen im Kopf ist immer dabei. Seit 13 Jahren überlagert der chronische Tinnitus alles, was er hört. Also ich hab's ständig. Und extrem störend ist, wenn es ruhig wird, so jetzt, wenn man abgelenkt wird mit anderen Geräuschen, geht es einigermaßen. Und sobald Ruhe einkehrt, dann wird es natürlich sehr, sehr heftig dann. Ne? Wenn es um ihn herum still ist, beim Arbeiten oder Lesen, rückt der hohe Dauerton am stärksten ins Bewusstsein. Nervosität und Unaufmerksamkeit sind die Folge. Sie machen es Küpper unmöglich, Informationen zusammenhängend aufzunehmen und zu verstehen. Ich habe auch Schwierigkeiten, wenn ich jetzt einen größeren Bericht lese, dass ich dann mit dem Bericht so überhaupt noch der Zusammenhang verstehe. Mensch, was war denn, was stand am Anfang jetzt nochmal? Dann habe ich oft, dass ich nochmal von vorn anfangen muss, weil ich mich halt nicht so lange dann konzentrieren kann dann auf den Text. Schlimmster Moment des Tages, abends im Bett. Dann macht sich der Tinnitus in Küppers Kopf besonders breit, lässt ihn nicht schlafen. Das Leiden, das Gesunde sich gar nicht vorstellen können, macht das Leben der Betroffenen zum Albtraum. Also sie sind nicht mehr leistungsfähig, sind gereizt und werden immer, weil keiner sie vielleicht auch so für ernst nimmt in ihrer Erkrankung, in die Isolation reinkommen. Schuld am Tinnitus ist laut Wissenschaft ein Hörschaden im Innenohr. Dadurch leiden manche Hörnerven, hier rot dargestellt, keine Impulse mehr an die Nervenzellen im Gehirn weiter. Die Zellen spielen daraufhin verrückt. Sie senden im Gleichtakt einen Ton ans Gehirn, den es gar nicht gibt, und vernetzen sich zu einem bleibenden Symptom. Genau hier setzt eine neue Methode zur Heilung von Tinnitus an. Sie versucht, den krankhaften Gleichtakt der Zellgruppe im Gehirn wieder aufzulösen. Hubert Küpper muss dazu zunächst den Ton, der ihn quält, genau definieren. Das Wichtigste ist, dass die Tinnitusfrequenz gut bestimmt wird, gut gemessen wird. Und dann machen wir das so, dass wir mittels des Computers Tinnitustöne berechnen, die um die Tinnitusfrequenz herum liegen. Zwei Töne drüber, zwei Töne drunter, denn im Gehirn sind die Nervenzellen, die für die Frequenzen, jeweiligen Schallfrequenzen zuständig sind, wie beim Klavier quasi nebeneinander angeordnet. Die vom Tinnituston des Patienten abweichende Tonfolge wird in einen sogenannten Neurostimulator einprogrammiert. Küpper muss ihn täglich ein paar Stunden tragen. Der angestrebte Effekt? Was wir machen mit unseren Tönen, die eben maßgeschneidert auf die Tinnitusfrequenz des Patienten sind, ist, dass wir diese krankhaft synchrone Aktivität aus dem Takt bringen. Wenn Küpper das Gerät ins Ohr steckt, klingt das so. Die Tonfolge im Neurostimulator bringt die Nervenzellen, die das gleichbleibende Piepen produzieren, aus dem Rhythmus. Der Pfeifton verschwindet und bleibt weg, auch wenn der Stimulator nicht mehr im Ohr ist. Eine Methode, die sich aber nur bei Menschen anwenden lässt, die einen Einzelton hören. Gut 3.000 Euro kostet sie den Patienten. Die Kassen übernehmen nichts. Eigens dafür geschulte Ärzte stellen den Neurostimulator individuell ein. Hubert Küpper durfte das Gerät als Teilnehmer einer Studie kostenlos ausprobieren. Sein Ergebnis? Ich trage das Gerät jetzt ungefähr seit einem Jahr. Und so von Prozent würde ich mal sagen, dass es ungefähr 50% besser geworden ist wie vor der Studie. Wie vielen Menschen der auf dem Markt noch neue Neurostimulator helfen kann, muss sich noch zeigen.